Also zunächst sitze ich nicht aus Unhöflichkeit, sondern wegen kaputter Knie. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für die Einladung und ich fürchte, ich muss zum Titel meines Vortrags etwas sagen. Der Titel lautet: Ich glaube nicht, dass es einem Menschen möglich ist, die Gründe für das, was er tut, zu verstehen. Diesen Slogan nahm ich mir heraus aus dem Fernsehtrash. Ich glaube, aus einer Folge von Criminal Minds. Die Figur, die solches sprach, war aber sicherlich ein Menschenfresser, ein Kannibale in der Großstadt. Ich verwende seinen Spruch für bestimmte Ungewissheiten, die man nur partiell, aber immerhin partiell aufklären kann. Von Beruf bin ich Schriftsteller, weshalb ich mir im Folgenden auch einiges erlaube, was in einem wissenschaftlichen Symposium unerlaubt ist. Für Schriftsteller gibt es die eine Frage. Sie wird an Schriftsteller gerichtet, diese eine Frage, die, wie man heute sagt, nervt. Es ist die reine, einfache Frage, warum schreiben Sie? Niemand nimmt diese Frage ernst. Aber nimmt man sie ernst, kommt man zu einer selbstreflexiven Meditation, am Ende dazu, dass sich vieles zum Motiv des Schreibens verschränkt, dass aber letzten Endes die Gründe in ihrem Zusammenhang nicht einsichtig, daher auch nicht beherrschbar werden. Sowas wie Schreiben lebt von einem Überschuss, von einer Transzendenz, die sich nur partiell kontrollieren lässt. Es hat auch mit Hingabe zu tun, die wiederum zu einem Teil freiwillige Selbstaufgabe ist. Zum Beispiel hat es damit zu tun, dass es im Schreiben darauf ankommt, nicht die Sprache zu beherrschen, sondern von der Sprache beherrscht zu werden. Neben diesen hochbestimmten Regeln spielen natürlich auch nicht so hochstehende Strebungen gründlich mit, Ehrgeiz, Eitelkeit, Ressentiment, das Übliche halt. Deshalb ist Schreiben auch charakteristisch für den Tatbestand, den ein berühmter, mittlerweile zum psychologischen Kalauer avancierter Satz besagt. Ich zitiere: Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Ein Satz, der für die Süchte selbstverständlich, ja tautologisch gilt, auch weil sich behaupten lässt, die sei geradezu der Zweck einer Sucht, so jemandem wie dem Ich das Hausrecht zu entziehen. Im Café Weimar. Ein Ort dieses Namens hat was von Hoffnung, hat was von Untergang, jedenfalls von enttäuschter Hoffnung. Man sitzt in einem Café immer am Tisch, der immer auch zum Nebentisch werden kann. Ja, im Café Weimar könnte man einen Sinn, einen historischen Sinn für die Aktualität alter Namen und ihrer Bedeutungsfelder haben, für Zusammenhänge von Sparpolitik und Bankrott, für Militarisierung und Entzivilisierung der Gesellschaft, aber das sind nur Analogien, noch dazu solche, wie sie immer im Horizont von es kommt doch anders als man denkt, möglich sind. Weimar wird es nicht mehr geben, nicht in Berlin, Brüssel oder Washington, aber was es in Wien gibt, ist das Café Weimar. Am Nebentisch im Café Weimar sitzen zwei sehr alte Damen, die eine wurde schon vom Kellner angekündigt, dass sie kommen werde.
dass dies und das Sie, die Person, oder besser Ihr Erscheinen noch vorläufig beeinträchtige und dass die Dame, die da kommen werde, schon mehrere Male angerufen habe, mit stets wechselnden Losungen, Befehlsausgaben, bei jedem Anruf wurde alles anders und von neuem bestellt. Davon hatte der Kellner lautstark und leicht überfordert der anderen Dame berichtet, die bereits da war und die ihre Freundin bereits erwartete. Als die Erwartete heranrauschte, herrschte Verwirrung. Die Angekommene, die ihre Wohnung gerade verlassen hatte, fand ihren Schlüssel, ihren Wohnungsschlüssel nicht. Sie durchsuchte alles, was ihr im Café Weimar unter die Finger kam. Und es ist alles schwer zu finden, wenn das Erinnerungsvermögen nachlässt. Der Schlüssel tauchte schließlich auf, und zwar aus ihrer Handtasche, wo sowieso der vernünftigste und am meisten logische Ort seiner Unterbringung gewesen war. Nun, glücklich über das nie verlorene Fundstück, bestellten die beiden Damen zu essen, zu trinken, und sie unterhielten sich über ihr Leben. Nein, die Schlüsseldame hatte ihr Leben in den Mittelpunkt gestellt, und sie dichte eine Reihe von Bruchstücken einer Biografie auf, zu der Menschen gehörte, die auch ich, der neugierige Spitzel vom Nebentisch, aus Funk, Film und Fernsehen kannte. Die Indiskretion von Ohren ist grenzenlos. Das heißt, Ohren haben ihre diskreten Grenzen dort, wo man zu hören aufhört. Solange es aber was zu hören gibt. Ich war von den Damen sehr eingenommen, denn bei ihnen ging es allmählich und dann mit einem Male hoch her. An meinem Nebentisch wurde die Frage buchstäblich aufgeworfen, ob jetzt noch ein Glas kommen soll oder nicht. Der Kellner eilte heran, um seine Chance wahrzunehmen, ihnen einen Piccolo-Sekt anzudrehen und besser zwei. Und er fädelte diese Andreherei so geschickt ein, als hätten die Damen ihrerseits nach einem Piccolo-Sekt verlangt. Die Schlüsseldame unterband das und krähte heiter, buchstäblich aufgekratzt, die Frage in den Raum, ob nun noch zwei Gläser Zweigeld sein sollen oder nicht. Das ist der Punkt, wo man das Maß verlässt. Das Gift ist schon eingedrungen und hat eine Stimmung erzeugt, die es plausibel macht, dass man mehr vom Gift will. Mit dem Essen kommt der Appetit. Man inszeniert seinen Willen, gibt ein Schauspiel, die Tragikomödie, ob man noch will oder nicht. Dabei ist die Entscheidung längst gefallen und die Willenskraft, über die zu verfügen, man kokett behauptet, ist perdu. Ich weiß wenig, aber ich habe ein paar intensive Eindrücke, die mir viel ausgemacht haben. Zum Beispiel vor Jahrzehnten die Lektüre einer Schrift von Alexander Mitscherlich, einer Schrift, in der es über Depressive hieß, und das weiß man ja, dass es sinnlos sei zu glauben, sie müssten sich bloß zusammenreißen. Das könne ja ein jeder sich zusammenreißen, glauben die Leute. Das Problem aber sei, so Mitscherlich, dass diese leidenden Menschen nicht können können. Mit dieser verdoppelten Wendung, nicht bloß nicht zu können, sondern nicht zu können können, ahmt die Sprache die gebrochenen Seelen nach. Die armen Seelen haben zu den Kräften des Widerstandes keinen eigenen und schon gar keinen unmittelbaren Zugang. Man kann an sie nicht appellieren, ihren Genussmittelmissbrauch einzustellen, weil sie nicht nur nicht können, sondern sie können eben dieses Können nicht. Zu den Kardinaltugenden, die sich Menschen ausgedacht haben, um am Ende doch sagen zu müssen, nobody is perfect, gehört die Mäßigung. Ökonomisch gesehen scheint es auf den ersten Blick auch keinen Sinn zu haben. Keinen Sinn im Sinne von, es macht nicht glücklich, mehr zu konsumieren, als es gut tut, als es angemessen wäre. Aber das Maß kann in einem Lebenslauf verloren gehen. Too many drinks and too much food.
Mag man im amerikanischen Smalltalk antworten, wenn man gefragt wird, wie es denn so geht. How do you do? Das Übermaß an Genuss hinterlässt seine Spuren. Als ich um vieles schlanker war als heute, legte ich es mir mit einem Herrn in Alpbach, Alpbach ein Ort im Tiroler Gebirge, an. Dieser Herr war penibel damit beschäftigt, die Zeit, seine Zeit, Sekunde für Sekunde zu nutzen und jede freie Minute in die Berge zu gehen. Diese Art der in meinen Augen zwanghaften Sportlichkeit fand ich kleinlich, quälend und ohne eine Spur von Großzügigkeit. Ich bin mehr für Vergeudung. Und dieses Wuchern mit den Zinsen des Zeitbudgets, dieses ständige, penible Ausnutzen der Stunden, die uns gegeben sind, empfinde ich als lebensfeindlich, widerwärtig. Fängt ja schon an bei Seneca. Ich zitiere ihn, dass die Menschen, sagt er, ich zitiere, was am geringsten und am billigsten ist, bestimmt aber ersetzbar, sich als Schuld anrechnen lassen. Niemand jedoch meint, etwas zu schulden, der Zeit zum Geschenk erhalten hat, während die Zeit indessen das Einzige ist, das nicht einmal ein Dankbarer erstatten kann. Zitat Ende. Zeit als knappes Gut. Zeit, die man ständig verliert, während man sie hat. Worauf ich mit Großzügigkeit reagiere, zumindest mit dem Wunsch nach Großzügigkeit, um den Dauerverlust der Zeit ins Leere laufen zu lassen, ein Time-out der Zeit quasi, während aus demselben Grunde die Raschheit des Vergehens von anderen Menschen kompensiert wird, indem sie die Zeit nützen, kolonialisieren, bebauen, ausstaffieren mit den Realisierungen ihrer herrlichen Absichten. Der Bergwanderer antwortete mir im Hinblick auf meine Figur. So wie ich möchte er niemals aussehen und deshalb schnürt er seinen Rucksack, macht sich auf in die Berge, während ich einem ewigen Après-Ski verfallen bleibe. Es gibt einen moralisierenden Umgang mit den Süchten, dem ich die Moral nicht abspreche, jedenfalls nicht ganz abspreche. Das Überschreiten des Maßes aus hedonistischen Gründen ist der Versuch, einer der Folgen unserer Endlichkeit zu entwischen. Denken Sie, sehr geehrte Damen und Herren, an die nicht geringe Zahl von Häfenbrüdern, die Tag ein und Tag aus ihre Muckis trainieren. Sie kommen, wenn überhaupt, als Bodybuilder aus der Strafanstalt heraus. Bodybuilding in der totalen Institution, im Gefängnis, ist nicht bloß Zeitvertreib, obwohl die Zeit die eigentliche Strafe im Gefängnis ist und also vertrieben werden muss. Im Gefängnis ist die Zeit für den Häftling so organisiert, dass sie auf ihm lastet, dass sie ihn quält. Im Gefängnis ist eine Abstimmung von Raum, den man nicht verlassen darf, und der Zeit, die man im Überfluss hat, verwirklicht. Raum und Zeit sprechen unisono, arbeiten unisono gegen den Delinquenten. Diese Delinquenten, die Eingesperrten, würden auseinanderfallen, hätten sie nicht unter anderem Übungen, Praktiken zur Selbstdisziplinierung. Das meinte ich, diese Selbstdisziplinierung ist das Gebot aufgrund unserer Endlichkeit. Wir können nicht paradiesisch grenzenlos die Genüsse konsumieren, falls wir, und wir, das ist die Gattung, das biologische Substrat, falls wir das Leben, wie es so altmodisch vom Handwerk beeinflusst heißt, meistern wollen. Zeitgemäß müsste es heißen, um das Leben zu managen, müssen wir uns zügeln, disziplinieren. Es kann sein, dass auch die Selbstdisziplinierung in einem Leben nichts nützt. Aber sicher ist, dass ohne Selbstdisziplin keiner den eigenen Lebenslauf auch nur so weit es möglich ist, in die Hand nehmen, in den Griff kriegen kann. Ich kann an dieser Stelle meine Grundthese über Sucht unterbringen. Das nämlich Süchtige, ob sie es wissen oder nicht, genau dies wollen.
Sie wollen Ihren Willen an der Garderobe abgeben. Sie suchen die Rituale der Abhängigkeit auf, um nicht sein zu müssen, um nicht da sein zu müssen. Das macht Sie in den Augen der anderen, der Ausgenüchterten, verdächtig. Die Lebenskosten, die das Dasein abverlangt, werden von den Nüchternen, das glauben die Nüchternen, wenigstens bezahlt, die nur hin und wieder einen drauf machen, um sich entspannt wieder einzufügen. Sie lassen sich nicht gehen und haben dadurch auch Kraft zu widerstehen, Widerstandskraft, wie sie Vorstellungen von Würde entspricht. Würde, ein altes Wort, nicht nur als Wort alt in Zeiten, in denen Menschen massenhaft ihre Gesichter verlieren, rapportiert und provoziert und durchgeführt von den Massenmedien. Würde ist die Konditionalform von Sein, hat Karl Kraus geschrieben, und das heißt wohl, dass Würde höchstens in der Möglichkeitsform existiert. Dennoch steckt Würde als Utopie in vielen zerstreuten, anders als mit Würde benannten Aktionen und Bewertungen, die Menschen einander im Guten und im Bösen zuteil werden lassen, steckt auch in einer Form der Perversion, in einem gegenüber der Würdelosigkeit angefachten, hervorgeganzelten, aber auf die Hervorrufungen gierig wartenden Voyeurismus. In der Exhibition der Würdelosigkeit steckt die Utopie der Würde auf eine würdelose Weise, also pervertiert. Jahr für Jahr zum Beispiel zeigt das Fernsehen, wie die Trinker beim Münchner Oktoberfest im Freien und im Kollektiv ihre Notdurft verrichten. Tiere. Aus England zum Beispiel senden die Außenpolitikredaktionen gerne die Folgen des Saturday Night Out Fever. Kopulierende Paare in schmuddeligen Gassen vor den Pubs, lärmende Menschentrauben, jeder Einzelne, wie es so schön heißt, außer sich. Und die Massenmedien zeigen gerne den Junkie, auch den, der gerade in einem Bahnhofsklo verreckt ist. Wahrlich kein würdiger Tod in einem unserer Facilities. Schaudernd bekommt der Zuschauer die Instrumente der Sucht als Symbole zu sehen. Die Spritzbestecke der Heroinsüchtigen, das Zubehör der Crack-Süchtigen, Crack-Hors, die Geständnisse der Crack-Hors. Der Crack-konsumierenden Huren gehören zum Inventar der eingebürgerten Pornoseiten im Internet. Ich will aber jetzt nicht, gerade nicht, in den Diskurs verfallen, der von der Maxime geleitet wird, die Süchtigen sind immer die anderen. Da gehe ich lieber das Risiko des Geständniskitsches ein und rede mit einer scheinbaren Umschweife von der mir am vertrautesten Sucht, also von meiner Sucht. Die Umschweife. Ich hatte das Glück, im Fernsehen auftreten zu dürfen in einer Sendung mit dem Serientitel Matinee. In meiner Matinee zeigte man einen Film über Wein. Und danach sollte ich mit dem Moderator über den Film und über das Thema Wein sprechen. Der Film war in Ordnung, von einer opulenten Ästhetik, ein Farbenspiel zur Übersättigung der Augen. Er hatte aber einen Knick, dieser Film, einen Knick, der charakteristisch ist für den Umgang mit potenziellen Suchtmitteln. Die Farben malten die Kultur des Weines in allen Varianten aus. Aber dann knickte der Genuss, Freude und Lust am Weindiskurs ein und ein verdienstvoller Psychiater hatte im Film seine großen Sekunden. Erst wird Propaganda gemacht und dann mit dem Tod, mit der Leberzirrhose gewunken, vor der uns freilich die Therapie retten wird. Das kriegt diese Gesellschaft nicht hin. Vielleicht ist es auch unmöglich, in Balance einerseits den Genuss zu zelebrieren und andererseits die Tatsache nicht zu unterschlagen, dass er tödlich sein kann.
Die bürokratischen Floskeln auf den Zigarettenpackungen bezeugen es ebenso wie trinkfreudige, ja sauflustige Filme über den Wein, die ihre besten Szenen im Unterbrechen durch die Warnung vor dem Wein haben. Es gibt eben schwache Menschen unter uns, die an den Freuden der anderen, und zwar nicht aus Neid, sondern weil sie sie auch haben wollen, diese Freuden zugrunde gehen. Beim Zeigen solcher Tatbestände nimmt man abwechselnd zwei Möglichkeiten wahr. Erstens, dass man die Propaganda für den Genuss kurzfristig mit Einschüben über dessen eventuelle Schädlichkeit versieht. Zweitens aber, dass die Propaganda einhergeht mit der Verharmlosung, ja, dass sie nichts liefert als eine Ausschmückung der Harmlosigkeit einer eventuell doch lebensgefährlichen, zumindest zerstörerischen Obsession. Siehe vor allem die Reklame, die fürs Spielen im Casino betrieben wird. Die reinste Nettigkeit, so ein Abend im Casino und im Abendkleid. Wer wird da eine Sucht und gar an die Spielsucht vermuten? Eine Fernsehkritikerin also beobachtete genau die Matinee, in der ich auftrat. So wie ich für Zeitvergeudung bin, bin ich auch, wie verkehrt es auch immer sein mag, gegen eine totale Medizinisierung der Sucht. Ja, wenn jemand Heil sucht in der Anstalt, bin ich sofort dafür, dass er sein Heil auch dort findet. Aber ich hatte einen Text geschrieben, der mir diese Einladung eingetragen hatte, aber ich hatte einen Text geschrieben unter dem Titel Trunksucht als Menschenmöglichkeit, womit ich, wie das Existenzialisten so tun, behaupten wollte, die paradoxe Behauptung aufstellen wollte, dass auch die Sucht eine Wahl ist. Und wenn es der eigene Körper ist, die Physis, die einen hineinzieht. Es mag keine freie Wahl sein, aber bevor man sich abhängig macht, hat man sich auf irgendeine Art, von mir aus auf eine unfreie Art, für das Risiko entschieden, abhängig zu werden. Daher sind die Abhängigen nicht nur abhängig, sondern sie sind es infolge einer, überspitzt gesagt, Entscheidung aus einer Zeit, als sie noch nicht abhängig waren. Es entschied sich. Daher ist die Sucht nicht allein Objekt der Medizinisierung, sondern auch eine generelle Menschenmöglichkeit. Sie ist hilflos gesagt etwas Philosophisches, man kann auch sagen etwas Spirituelles. Denken Sie an den Konsul, den Trinker in Under the Volcano. Eine schmerzende Seele, in der Liebe und Tod sich mixen, so wie der Barkeeper seine Drinks mixt. Und diesen Trinker aus Under the Volcano, einen Roman von Malcolm Lowry, könnte man nur unter schwersten Abstrichen seines Wesens, seines Daseinssinns heilen. Na, wie auch immer. Eine Fernsehkritikerin beobachtete genau die Matinee. Sie notierte die Schlagworte, mit der ich die Selbstbestimmung des Trinkers, nämlich das Recht einer zu sein, behauptete, ein Trinker, der sich eben durch Trinken von dieser Selbstbestimmung befreien will. Schließlich lobte die Kritikerin den Moderator, denn in ihren Augen hatte er mich überführt. Nach meinen Tiraden hatte der Moderator mich nämlich ganz unschuldig gefragt, was ich denn gerne trinke. Und darauf hatte ich dann ja tatsächlich meinen Einkaufszettel von Wein und Co. referiert. Gut. Ich hätte ja auch mit Brecht sagen können, weil ich ein Komödiant bin, ich trinke nicht. Man ist ja auch schon nüchtern besoffen genug. Aber ich hatte diesbezüglich nichts zu verbergen. Verbergen würde ich lieber, was man mir doch ansieht, nämlich, dass ich fresse. Verbergen. Die Frau von Oliver Hardy, dem dicken, fetten Komiker, hat es erzählt, als one of those things, wie sie zwischen Mann und Frau in der Zweisamkeit geschehen. Ihr Mann war ein vorzüglicher Koch, ein Gourmet und ein Gourmand, aber er hasste das Fett an seinem Körper. Er hasste also seinen Körper. Da stand er hinter ihr, als sie sich vorm Spiegel schminkte, und er sagte,
So einen fetten Mann kannst du doch nicht lieben. Der Satz bereichert das Suchtproblem um den einen bekannten Punkt, Liebe, wie kann man mich lieben? Aber auch nach Zeit, Geschichte, abgelaufener Zeit, also Tod, um den Punkt des Schämens. Mit dem Schämen ist man noch dem Normalkonsens verbunden, akzeptiert noch die Kontrolle von außen, die man aber schon außer Kraft gesetzt hat, als man über die Maßen aß. Das Übermaß an Genuss hinterlässt seine Spuren. Man ist noch nicht der schamlose Süchtige, man will nicht, dass man einem das Offensichtliche anmerkt, da hat man noch seinen Willen. Und die Redakteurin der Zeitung, die mich in der Matinee beobachtete, war der Ansicht, ich sei bloßgestellt worden. Der Fernsehmoderator hätte mich mit seiner Frage, ob ich denn auch gerne trinke, aufs Glatteis geführt und ich wäre prompt ausgerutscht. Meine Kritik an der Medizinisierung der Trunksucht sei in eigener Sache gewesen. Jeder spricht ja von nichts als von sich selbst, vor allem im Fernsehen. Auch der zitierte Bergwanderer, dessen Zeitgeiz ich geißelte, wollte mich bloßstellen, weil er in Form war und ich mit seiner Form nicht mit konnte. In Reaktion von Überkompensation gegen das Schämen gibt es Versuche der Selbstbehauptung, in denen der sich angegriffen Fühlende die Schuld an seinem Zustand den anderen gibt. Von mir hört derjenige, der Folgendes gesagt hat, keine Kritik. Im Gegenteil, ich bin auf seiner Seite. Ich rede von Peter Kern, dem klugen und witzigen Filmemacher, dem Bruder, leider nicht im Geiste, sondern im Körper. Er hat eine Dokumentation über ihn selbst dokumentiert. Die Dokumentation, die Kern heißt, wurde in der Zeitung mit den Worten vorgestellt. Sie würde versuchen, Zitat, den Filmregisseur, Schauspieler, Essayisten, Autor, Querulanten und grantelnden Wiener auf den massiven Leib zu rücken. Nicht immer eine leichte Sache, heißt es dann als Aperçu. Denn zwischendurch kann Kern ganz schön unwirsch werden. Schön. Und Kern sagt in dem Interview, was andere über ihn denken, ja, ihm wurscht. Das klingt leicht paradox, denn es ging ja um einen Film, der seinen Namen trägt, um Kern, die Dokumentation. Wurscht, was die Leute über mich sagen, sagt jedenfalls Kern. Ich kann Ihnen meine Fettschürze zeigen, die bis zum Boden reicht und sagen, das bin ich. Das habe ich mir angefressen aus Schutz vor euch, damit ihr mir nicht noch meine Seele und meinen Bauch wegnehmen könnt. Ja, ihr seid also schuld, schämt euch. Da ist aber doch was Wahres dran an dieser Kerngeste und es ist auch ein Protest gegen das Wegtherapieren. Ich bin es, da gibt's nichts zu heilen, mein Bauch gehört mir. Was die einen für in Stellung halten, stellt meine Stellung im Leben, die ich gegen euch einnehme, dar. Indem das Stigmatisierte sich mit sich einverstanden erklärt, besteht er auf seinem hinzunehmenden So-Sein, auf seiner Würde, die die Leute angreifen mit dem, was sie über ihn sagen mögen. In der Geschichte, die ich mit dem alten Wort Würde zu erzählen versuchte, ja in dem Wort Würde selbst, kann man die Idealisierung eines anderen Problems vermuten. Der Würdelose gibt seine soziale Funktionstüchtigkeit zugunsten seiner Sucht auf. Der Dicke, ach, das habe ich mir selbst schon oft sagen müssen, trägt sein Stigma heillos sichtbar herum. Die anderen Neurotiker, die einen umgeben, sind fein raus. Bis man draufkommt, was sie entstellt, ist es oft zu spät. Zur theologischen Diskriminierung. Völlerei ist eine der Todsünden. Zur theologischen Diskriminierung und zur ästhetischen Diskriminierung kommt über die Gesundheitsschiene neuerdings auch die ökonomische Diskriminierung hinzu. Ich habe gehört, dass die Fettleibigkeit von Tilo Sarrazin in seinem Deutschland schafft sich Abbuch aufgegriffen wurde. Fettleibigkeit kostet der Gemeinschaft zu viel.
Leute wie Sarrazin kommen durch ihre Gehälter und Pensionsregelungen der Gemeinschaft auch nicht billig. Was für Maßlosigkeiten, die ihren Nutznießern natürlich angemessen vorkommen. Von diesem Typus des rechten Sozialdemokraten habe ich auch einmal ein Exemplar kennengelernt. Er wirkte wie ein verkleinerter Klon von dem, was Sarrazin ganz groß darstellt. Zuerst erklärte er im privaten kleinen Kreis, wo es lang geht, und dann spießte er mit dem Zeigefinger auf, was seinen richtungsgebenden Ansichten im Wege steht. Dicke, wie ich zum Beispiel, sie ruinieren die Krankenversicherung. Ja, aber andererseits wiederum wird ein betriebsamer Mensch wie ich, gleich ob dick oder nicht, von der SVA, von der Sozialversicherung, der gewerblichen Wirtschaft, abgezockt wie früher nur die Bauern, wenn sie in Wien auf der Messe waren und in der Großstadt nach Vergnügungen Ausschau hielten. An dem Vorwurf des rechten Sozialdemokraten ist nicht erwähnenswert, dass der Vorwurf mich hätte treffen sollen, also nicht das Private, sondern es ist das Exklusionsbedürfnis, die Ausschlussfreudigkeit, die Diskriminierungslust, gegen die man sich, auch wenn es nichts nützt, schon einen Bauch wachsen lassen kann. Der Vorwurf des rechten Sozialdemokraten orientiert sich ausschließlich am Stigma, an der Sichtbarkeit der Folgen der Völlerei. Er müsste auch Menschen gemacht werden, die zum Beispiel in neurotischer und in finanzieller Abhängigkeit zu ihrem Chef stehen, bis sie der Herzinfarkt eine Zeit lang oder ewig davon erlöst. Im Spital haben diese Armen auch viel gekostet. Dem Gesundheitssystem erwachsen unendliche Belastungen daraus, ökonomische und personelle, dass es nicht wenige Menschen gibt, denen die Kraft fehlt, sich aus krankmachenden, auch selbstverschuldeten Umständen zu befreien. Der Versuch, einigen von ihnen, nämlich denen, denen man es äußerlich ansieht, alles anzukreiden, verstößt gegen das Solidarprinzip, das nach meiner Ansicht nicht wählerisch sein kann, sich die aussuchen, die nicht nur hilfsbedürftig, sondern die auch der Hilfe würdig sind. Aber die rechte Sozialdemokratie hat Prinzipien jener sozialen Kreise übernommen, in die die sozialdemokratischen Funktionäre endlich selbst hineingewachsen sind. Sie haben Karriere gemacht und die armen Hunde aus der Unterschicht machten für sie die Räuberleiter. Wolfgang Clement, der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister, hat jüngst den Slogan seiner Gruppierung beim Wort genannt, natürlich nicht ohne die Einleitung. Sie mögen es zynisch finden. Der Slogan fiel im Hinblick auf die von Hartz IV ausgebauerten Menschen und er lautet, ich zitiere, der Blick in den Abgrund gehört meiner Ansicht nach dazu, wenn die Kräfte mobilisiert werden sollen. Zitat Ende. Mit dem Abgrund und auch mit den Kräften bin ich wieder beim Thema. Der Kult der Selbstständigkeit, an dem der Begriff der Würde teilhat, kulminiert in der Verwendbarkeit des Menschen. Die kiffenden und anderen sogenannten bewusstseinserweiternden Drogen, aufgeschlossenen Studenten von einst, also Ziffer 1968, waren für nicht wenige Modernitätstraditionalisten vor allem deshalb ein Schrecken, weil diese Studenten einen Lebensstil pflegten und vorbildhaft vor Augen führten, mit dem man unfähig war, der modernen Arbeitswelt zu genügen. Den Umkehrschluss halte ich allerdings für einen Fehlschluss, nämlich die Nichtverwendbarkeit, zu der wohl vieles gehört, was dann dem Gesundheitssystem kostet, die Nichtverwendbarkeit für einen Widerstand zu halten, den Süchtigen als Widerständler zu romantisieren, das geht nicht gut und greift zu hoch. Schämen ist eine Reaktion, der die Aktion des Beschämens entspricht. Der Mann saß da, irgendein Mann, den sie fürs Fernsehen aufgetrieben und zurechtgemacht haben, ein Häuflein Elend, nein, nicht ein, wie ein Häuflein, dazu war er zu dick,
Er saß da wie ein Haufen Elend, ein Riesenhaufen von Unglück. Und während die Kamera sein Gesicht abfuhr, hörte man eine sogenannte Lebens- und Sozialberaterin über ihn reden. Sie redete unaufhörlich, auch wenn die deutsche Sprache nicht ihre Stärke zu sein schien. Einerseits pendelte sie sprachlich hinüber zum Dialekt, in dem sie nicht stecken bleiben wollte, auch weil sie für dessen Schönheiten keinen Sinn hatte. Andererseits sprach sie kein Hochdeutsch, sondern eine Mischsprache, durchsetzt mit Fachwörtern, aber auch in der Fachsprache traute sie sich nicht viel zu. Sie sprach einen Bildungsjargon, eine Wegwerfsprache mit verblasenen Versatzstücken aus der Psychologie und aus der moralisierenden Predigt. Klar war mir das Objekt ihrer Rede, der hoffnungslos Dicke, der schwer mit Fettsucht, mit Adipositas geschlagene Mann. Das Merkwürdige an dem Mann war, er hatte einen riesigen Körper und den gut dazu passenden Kopf. Aber er hatte unendlich schmale Lippen. Und diese Lippen waren auf den Diskurs der Lebens- und Sozialpartnerin eingestellt. Er hörte gleichsam mündlich zu, mit den kleinen zusammengekniffenen Lippen. Sie sprach frei von der Leber weg, die sicher keine Fettleber war, nämlich darüber, dass dieser dicke Mann sich gar nicht so sehr in Ausreden verstrickte, wie man es sonst von seinesgleichen erwarte. Der Mann muss also ein Bekenner gewesen sein, ein Bekenner des Offensichtlichen, denn dass er, der in Trainingshosen auf dem Sündenbänkel an der Talkshow saß, monströs war, das konnte niemand übersehen. Im Showgewerbe arbeitet man seit eh und je mit dem Monströsen. Die Talkshows, noch die primitivsten, hängen darüber ein Mäntelchen von Aufklärung und Menschenliebe. Man will dem Fettling raten und helfen, als Dank dafür, dass er sich gratis zur Schau stellt. Die unendlich unbegabten Moderatoren und Moderatorinnen kassieren ordentlich, während wir Dicken, die einen Körper von öffentlichem Interesse haben, den man herzeigen zeigen kann, nichts kosten. Die dicken Körper lösen Ekel aus oder Mitleid oder Verachtung oder ein Stöhnen. Mit so einem würde man nie. Dick sein ist eine derartig eindeutige Eigenschaft, dass man, egal bei wem sie auftritt, verallgemeinern und grundsätzlich sagen kann, mag ich nicht. Da hatte Oliver Hardy schon recht, aber nicht zuletzt er war einer derjenigen, der mit dem Ausstellungswert seines Körpers spielte und damit erfolgreich war, solange bis der Schlaganfall diesen Körper auszehrte und auch vom Geist nichts mehr übrig ließ. Dicke Körper sind ideal für das Schaugewerbe, weil sie primitive Reaktionen auslösen, ohne dass der existenzielle Abgrund zum Vorschein kommt, der bei zur Schau gestellten Heroinenkonsumenten offensichtlich ist, ins Auge sticht. Ideal, nicht zuletzt im Kontrast mit den Dünnen. Es sind Olli und Stan. Und Stan Laurel sprach übrigens dem Alkohol zu, in Wirklichkeit. Zusammen waren die Komiker Essen und Trinken. Und in einer verfetteten und verfilzten Gesellschaft sind die vorgeführten Dicken auch Blitzableiter für Gedanken, die tiefer eindringen in die Übel der Welt als das Hinzeigen auf monströse Körper. Der Moderator, in dessen Sendung Dicke ausgestellt werden, unter dem Vorwand, man wolle ihr Essverhalten verbessern, zitiert Shakespeare. Der Körper ist unser Garten und der Gärtner ist unser Wille. Der Wille ist immer der Mörder. Die Diätassistentin im Fernsehen legt einen riesigen Haufen Zuckerstücke auf den Tisch und sagt zum dicken Objekt ihrer Erziehungslust, schauen Sie, so viel fressen Sie pro Tag an Kalorien. Der Dicke staunt mediengerecht in die Kamera. Für die Theorie, die sich mit Sucht beschäftigt, erscheint mir die Völlerei, die Fettsucht von Wert. Erster Grund dafür. So wie die Sprache in den Künsten privilegiert bleibt, und zwar in dem Sinne, dass Menschen gemeinhin sprechen oder schreiben müssen,
Zeichnen, Malen, Singen hingegen müssen sie nicht. So wie also die Sprache privilegiert ist, so ist Essen und Trinken, wenn sie in ein Suchtverhalten münden, in dem Sinne privilegiert, in dem das Suchtmittel unverzichtbar bleibt. Essen muss man, trinken auch, wenngleich nicht unbedingt Alkohol, aber immerhin. Zweitens aber glaube ich nicht, dass es ein Phänomen gibt, an dem es sich so sinnfällig wie bei der Völlerei zeigen ließe, wie aus einer Sünde ein seelisches und schließlich ein medizinisches Problem wird. Auch die Sünde geht den Weg alles Irdischen. Sie wird entdämonisiert und schließlich banalisiert. Was die Völlerei betrifft, ist die Sünde der mehr umfassende Begriff. Eine Sünde begeht auch der, der über alle Maßen frisst und säuft und der dennoch nicht dick davon wird. Die Hageren, die in dieser Sünde leben, leben hoch. Ihre ist zwar nicht das Himmelreich, aber sie sind auf Erden eher als die Dicken sicher vor Psychologen und den Medizinern. Die Fettsucht medizinisch Adipositas ist also einer der deutlichen Belege dafür, dass die Menschen den Begriff von Sünde, den sie einmal hatten, durch den Begriff von Krankheit oder durch den Begriff von seelischer Krankheit, also Sucht, ersetzen. Für einen Gegenstand der Psychologie und der Medizin steigt der Grad an Aufgeklärtheit. Es geht aber einiges von dem verloren, was die Sünde noch über den Sünder verriet. Dem Süchtigen ist seine pervertierte Lust zugleich Strafe. Die traurigen Damen zum Beispiel in Pare Passanten, einem Buch von Bruno Strauss, vermehren mit jedem Bissen vom Kuchen ihr schlechtes Gewissen. Und das setzt den berüchtigten Kreislauf in Gang. Das schlechte Gewissen fordert Trost und der Kuchen wiederum, der zum Trost eingenommen wird, steigert von neuem das schlechte Gewissen, die Schuldgefühle. Das ist eine erbärmliche Existenz. Man kann dieser Erbärmlichkeit durch Disziplin einerseits, aber andererseits auch durch heroische Hingabe an sein Suchtverhalten begegnen. Man steht dazu, wie die Phrase heißt. Und der Trinker deckt sich vielleicht mit Vitamin B ein, um die eventuellen Schäden seiner Sucht im Maß zu halten, aber er steht dazu. Der dritte Grund, aus dem die Adipositas Theorie relevant für das Suchtproblem ist, weil man die Historizität eines Suchtverhaltens an der Fresssucht und ihrem Hintergrund, den Mangel, leicht sehen kann. Mein Vater hatte als Kind den Hunger in der Zeit des Ersten Weltkrieges noch erlebt und, wie die Mutter, die entsetzliche Krise der 30er Jahre. Die Krise war sozusagen der Gründungsmythos der Persönlichkeiten meiner Eltern. Viele Menschen, denen mein Vater später seine Geschichte erzählt hat, die Geschichte der Arbeitslosigkeit, der Armut und des Hungers, waren von der Reminiszenz erschüttert. Es waren die Frauen, die in den Familien dazu verdienten. Sie warfen sich auf den Arbeitsmarkt, ich spreche von den 60er Jahren, und der hat sie verschluckt. Und dann hat er sie jeden Abend gegen 17 Uhr wieder ausgespuckt. Die Frauen gingen nach Hause und machten nach der Arbeit Vätern, Söhnen und Töchtern das Essen. Das Essen spielte, als es endlich zur Verfügung stand, schnell eine unangemessene Rolle. Es wurde überaus wichtig. Der Schock des Hungers von anno dazumal wurde durch Fressen überkompensiert und in meiner Familie verlor man bald das Gefühl dafür, wann genug ist. Immer satt sein zu können, immer satt und mehr als satt sein zu können, das stand am Speiseplan. Dieser Plan ist nicht unverständlich, aber er verletzt eine Grundregel. Ziel des Essens ist nämlich nicht satt zu werden, sondern hungrig zu bleiben. Das ist nicht nur eine pseudophilosophische Floskel, auch keine Aufforderung zur Askese, sondern die Maxime stammt aus der Erfahrung des andauernden Sich-Überessens,
das den möglichen Genuss ruiniert, das das Schmecken zerstört und an eine Sucht delegiert, die durchaus eine Menschenmöglichkeit darstellt, nämlich die Bindung des dauernd gesuchten und immer schon verlorenen Genusses an die Selbstzerstörung. Adipositas, es ist die Maßlosigkeit, die Unmäßigkeit, unter der die Völlerei theologisch firmiert, und ich glaube, dass hinter dieser Theologie auch ein cooles antikes Ideal steht, das Ideal der Mitte und des Maßes, durch das die Menschen instand gesetzt werden sollen, glücklich und entsprechend der kosmischen Ordnung zu leben. Die christliche Sündenlehre allerdings, zumindest in ihrer historischen Fassung, ist gar nicht cool. Sie verdammt den Sünder, der eh schon verdammt ist, extra noch, und zwar leidenschaftlich. In Dantes göttlicher Komödie, und zwar im dritten Höllenkreis, trifft der Autor, also Dante, höchstpersönlich auf die Seelen der Gefräßigen, die im eisigen Regen auf dem Boden liegen und vom Höllenhund Cerberus, hier Sinnbild der Gefräßigkeit, bewacht und geschunden werden. Die Gewalt, die dem Sünder in mittelalterlichen Gewaltdarstellungen basiert, ist eine dialektische Parallelaktion zu seinem irdischen Wandel zur Immanenz. In der höllischen Transzendenz wird der Hochmütige niedergeworfen und so weiter. Der Gefräßige kann allein schon der nassen Witterungsverhältnisse wegen dieser Unwirklichkeit nichts zwischen die Zähne bekommen. Völlerei ist eine der Todsünden, die anderen sind Stolz, Neid, Zorn, Trägheit, Geiz und Wohllust, nur damit man den Rang der Völlerei erkennt. In einem Lied von Falco wird von der Lebenslust gesungen, die einen umbringt. Lebenslust, die einen umbringt, ist eine der möglichen Definitionen von Sucht. Auf jeden Fall gilt, was der Arzt Reinhard Haller zu bedenken gibt, dass nämlich Rausch und Sucht, ich zitiere, komplexe, vielwurzelig bedingte und mehrschichtige Phänomene sind. Zitat Ende. Das bedeutet, dass man sie mit einseitigen Erklärungen nicht verstehen kann, dass diese Phänomene aus offensichtlichen Gründen auch unter medizinischer Beobachtung stehen, also mit Heilung und Gesundheit zu tun haben. Deshalb sind Vereinfachungen umso problematischer. Mit dem Glück aber kommt erst recht ein vielschichtiger Faktor dazu, der, obwohl Glück auch zur Gesundheit beiträgt, nicht mehr psychiatrisch aufschlüsselbar ist. Vereinfachungen herauszuarbeiten, eingedenk ihrer Vorläufigkeit und um sie einer Diskussion zu stellen, ist aber doch keine schlechte Methode. Und in diesem Sinne wiederhole ich am Schluss meine Grundthese zu Sucht. Süchtige wollen ihren Willen an der Garderobe abgeben, sie suchen die Rituale der Abhängigkeit auf, um nicht sein zu müssen, um nicht sein zu können, um als handelnde, verantwortliche Menschen zu verschwinden. Zumindest während der Momente, da sie ihrer Sucht frönen, hat das auch Chancen. Und es kommt darauf an, ob sie einer Sucht frönen, die Momente gestattet, ohne einen Menschen schließlich ganz zu beherrschen. Warum will ein Mensch nicht da sein? Mit meiner Antwort schieße ich den Vogel der Vereinfachung ab. Ein Mensch will nicht da sein, weil er nicht glücklich ist. Er muss, um nicht da sein zu wollen, nicht unglücklich sein. Es genügt, dass er mehr vom Glück will, als es im endlichen Leben gibt. Eine berühmte Formel der Selbstprogrammierung lautet ja, ich will alles und mehr, heißt auch Gier. Nicht glücklich sein bedeutet, das Leben, wie es ist, nicht bejahen zu können. Dass dies eine Kunst ist, wenn man will, ein Kunstgriff, zeigen die Theorien von Amor Fati, nämlich das Leben zu bejahen ist eine Kunst. Die Theorien von Amor Fati, von der Liebe zum Schicksal. Die Bejahung des notwendigen Geschicks als Zeichen für menschliche Größe, das ist
Amor Fati. Wenn menschliche Größe nicht überhaupt ein Hirngespinst ist oder harmloser, bloße Schmeicheleien, die Menschen ihrer Gattung offerieren, dann sind es ja naturgemäß nur wenige, die die Größe verkörpern. Der Rest ist dafür anfällig, das Leben nicht bejahen zu können. Davon können es einige genug bejahen, um, wenn auch nicht da sein zu wollen, auch nicht fort sein zu wollen. So wie es den Heroisch-Züchtigen gibt, William S. Burroughs zum Beispiel, dem amerikanischen Schriftsteller, dem es gelang, die härtesten Niederwerfungen durch seine Heroinsucht in einen bewunderten Lebensstil zu verwandeln, der obendrein noch wie gewollt aussah, so gibt es die jämmerliche Variante. Auch die Kaffeeschwestern bei Brutto Strauß, die sich durch den Genuss des Kuchens zugleich selbst bestrafen, haben ihre handelnde Kompetenz, ihre potenzielle Souveränität an die Abläufe von Schuldgefühl und Erfüllung delegiert. Durch die Jahrhunderte hat die Philosophie seit der Antike Bilder von Menschen entworfen, in denen Menschen ungebrochen erscheinen und die gebrochenen Menschen nur Nebensache sind. Diese Entwürfe der Philosophie sind nicht überflüssig, sie sind richtungsweisend, aber sie müssen nach unten hin korrigiert werden. Michel Serre, der Naturwissenschaftler und Philosoph, hat das mit aller Deutlichkeit gesagt. Ich zitiere: Kind, Greis, Jugendlicher, Migrant, Kranker, Sterbender, Hungernd, verrückt vor Schmerzen, Ecce Homo, das ist der Mensch. Nach unseren aktuellen Berechnungen mehrere Milliarden auf dem Planeten. Zitat Ende. Das heißt also, die sogenannte Normalität lässt sich nicht von der Gesundheit bestimmen, sondern normal ist eigentlich das, was der zitierte philosophische Diskurs über Jahrhunderte ausgegrenzt hat. Und man muss sagen, das ist eigentlich eine ziemlich peinliche Entdeckung. Würde man nicht fragen, was man zum Glück nicht tut, was denn alle Menschen gemeinsam haben, und um eins draufzusetzen, was sie denn über alle Zeiten hinweg gemeinsam haben, dann würde ich sagen, von Aristoteles inspiriert, sie streben alle nach Glück. Glück allerdings im Sinne der Übereinstimmung des Inneren mit dem Äußeren. Biblisch gesagt, sie machen sich die Welt untertan. Aber die Welt lässt sich ihrerseits nicht unterkriegen. Sie schlägt zurück, trotz ihrer Eroberung, und geht ohne Rücksicht über die Innerlichkeiten hinweg. Denn die Perioden des Glücks sind für die Geschichte leere Blätter, hatte Hegel deklariert. Die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts war in Hegels Variante eine triumphierend vorgebrachte Katastrophenlehre. Denn so etwas Lächerliches wie das Glück Einzelner verträgt sich nicht mit den heroischen Zwecken, die die Geschichte am Ende zu erfüllen hat. Und dennoch ist Hegels Glückstheorie falsch. Die Blätter sind vollgeschrieben mit dem Glück derer, die durchgekommen sind, die es zumindest so weit geschafft haben, dass sie nicht draufgegangen sind. Das Zufallsglück hat sie gerettet. Davon spricht die Geschichte auch. Dass die anderen, die kein Glück hatten, irgendeiner historischen Notwendigkeit wegen gefallen sind, muss man heute nicht mehr glauben. Lasst euch nicht verführen, hat Brecht gesagt. Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr kennt schon Nachtwind spüren, es kommt kein Morgen mehr. Aber das ist leicht gesagt und das weiß natürlich auch Brecht, weshalb er ja so überspannt spricht, nämlich predigt. Ihr sterbt mit allen Tieren und es kommt nichts nachher. Man soll sich also nicht zum Verzicht verführen lassen. Aber auch im Genuss liegt Verführung. So muss jeder Einzelne auf seine Weise schauen, wie er durchkommt. Und durchkommen heißt, alles genießen und von nichts abhängig sein. Und wenn es nicht funktioniert, kann er ja immer noch, wie es so wunderbar heißt, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Danke.